Volker, warum sitzt du in der Kneipe am Computer? Ich sitze in der Kneipe am Computer, weil ich von hier aus mit der ganzen Welt kommunizieren kann. Das kannst du doch auch zu Hause. Ja, aber hier ist eine nette Atmosphäre. Ich habe Leute um mich, ich kann meinen Kaffee oder mein Bier trinken und mal eben nach Havanna rüber surfen. Tja, wie kam die Kneipe eigentlich an den Rhein? Und was ist das überhaupt, eine Kneipe? Im Internetcafé Zack in Düsseldorf kann man natürlich seinen Durst löschen. Aber das macht sie noch nicht aus, die Kneipe. Die Gäste suchen auch etwas anderes: Geselligkeit, Kommunikation, Information. Der Bildschirm liefert zwar fast alles, aber deshalb ersetzt er die Kneipe noch lange nicht. So, weg damit. Jetzt kannst du den Test direkt bei Reload machen. Mit der Band. Naja. Speichern mal, guck mal Namen rein. Safety als Test 1. Das können wir noch ändern mit Rax. Mit Rax, genau. Ja, müssen wir gucken, ob wir den Rax haben. Das, was wir heute Kneipe nennen, ist der Raum der kommerziellen Gastlichkeit. So etwas gab es in der Steinzeit noch nicht. Das Leben war unmittelbarer, nicht einmal Geld gab es. Man konnte nichts kaufen, wohl aber tauschen. Wer unterwegs war und einkehren wollte, bot dem Höhlen- oder Hausherrn Hilfe oder Schutz an. Dafür bekam er zu essen und zu trinken. Archaische Gastlichkeit. Auch im täglichen Leben spielte gemeinsames Trinken eine große Rolle. Davon zeugen zahlreiche Gefäße, einfache Gebrauchsgegenstände und Kannen, die im Laufe der Zeit immer kunstvoller wurden. Ein rheinischer Fürst aus der Frühlatänzeit bekam sogar ein Trinkhorn vom Schwarzen Meer und etruskische Krüge mit ins Grab. Aus dieser Kanne trank vor gut 2300 Jahren eine reiche Keltin ihren Wein vom Mittelmeer oder einheimischen Fruchtwein. Das konnten sich aber nur die wenigsten leisten. Met und die Vorläufer unseres Bieres, die alkoholische Gärung war ja schon lange bekannt, waren beliebte Getränke zumindest bei Festen und kultischen Handlungen. Mit den Römern kam viel Neues an den Rhein. Städte entstanden, Armeen marschierten auf und auch die Kneipe brachten sie mit. Eine davon ist in der Römersiedlung in Homburg-Schwarzenacker wieder aufgebaut. Hierzu Museumsleiter Klaus Kell. Unsere Taberna des Capitolinus ist eine typische Taberne, wie sie in unserer Region in Landstädten anzutreffen war. Es handelt sich um einen großen rechteckigen Raum, der für Gäste hergerichtet ist und darüber hinaus natürlich auch den Schankbereich hat. Das Aussehen können wir rekonstruieren nach den Ausgrabungsbefunden, die wir hier vor Ort hatten. Darüber hinaus sind wir natürlich auch durch die Ausgrabungen und Funde in Pompeji informiert, wie eine Gaststätte ausgesehen hat. Capitolinus, was gibt's denn heute? Natürlich Wein, Brot und Oliven. Überall, wo die Römer Einfluss hatten, gab es bald kommerzielle Gaststätten. In Orten, an Straßen, bei Heiligtümern und vor allem vor Kasernen. Einheimische und Fremde kamen ins Gespräch und die Kultur des römischen Rheinlands entstand. Von der billigen Taverne bis zum teuren Gasthof, von der Pferdestation bis zum Bordell reichte die Palette. Für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel war etwas dabei. Zu den Speisen ist zu sagen, außer dem, was wir eben gesehen haben, haben wir natürlich auch noch anderes, nämlich
Warmspeisen, das sind vor allen Dingen Breie, Eintöpfe, die hergerichtet wurden aus Hülsenfrüchten, vor allen Dingen, die eine große Rolle gespielt haben, Mehlbreie, die aromatisiert waren und angerichtet waren mit den verschiedenartigsten Gewürzen. Was trinken? Was trinken? So, bitte sehr. Die Fremden blieben fast 500 Jahre. Ganz allmählich entstand aus der Kultur, die die Römer und ihre Verbündeten mitgebracht hatten, eine neue rheinisch-römische Lebensform. Zum Wein, der hier getrunken wurde, neben Wasser und auch Met, das wir ja literarisch überliefert haben, gibt es natürlich dann auch noch unterschiedliche Möglichkeiten, den Wein zu kredenzen. Dazu hat man verschiedenartigsten Gewürze benutzt, unter anderem Lorbeer oder Pfeffer oder auch Nelken, Minzen und verschiedenartige andere Kräuter. Wein war zunächst teuer, denn mühsam war es, ihn aus dem Süden zu importieren. Kaiser Diokletian witterte seine Steuerchance. Sein Edikt vom Jahre 301 förderte den Weinbau in den heimischen Flusstälern. So wurde das Rheinland zum Weinland. Ja, das ist atemig schon. Ich weiß, wenn es da schon mal ran, ich fahre in Urlaub. Haben wir die Lönes? Noch einen von den Helden. Der Obrigkeit waren die Kneipen häufig ein Dorn im Auge. Die Bürger verschwendeten ihr Geld und konspirierten gegen den Staat. Also ich sage da, der Senat, der muss weg. Einmal die halbe, zählt man nicht so viel, die sind in Ordnung. Dummschwätzer. Du hast ja keine Ahnung für die Politik. Nach dem Mal soll ich nicht mehr Du meinst auch nur dumm Zeichen. Dann geht es um die alte Forderung 6% des Staatshaushalts für die Universitäten. Das ist mittlerweile aber im Parlament verabschiedet worden. Gegen die Stimmen der regierenden Partei. Kneipe als Raum für politische Arbeit. Opposition, Stammtisch oder Gewerkschaft. Über Jahrhunderte hinweg gab es kaum andere Möglichkeiten, sich zu treffen. Gruppen wie die Nicaragua-Hilfe etwa kommen in Kneipen zusammen wie dem Bonner Südbahnhof. Der Südbahnhof ist zur Institution geworden. Dabei spielen aber mehrere Faktoren mit. Frage an Susi Boxberg, warum sie so oft kommt. Also erst mal das lecker Kölsch hier. Ne? Und was noch? Ja, und dann ist eben auch der Wirt, der Walter, der ist einfach einzigartig. Also den gibt es, soweit gibt es nicht nochmal hier in Bonn, finde ich. Das Kölsch, der Wirt, da brauchen wir auch noch ein paar mehr. Ja, klar, ist auch hier eine von den wenigen politischen Kneipen in Bonn. Was für eine Art von Politik wird hier gemacht? Gibt es ja die Nicaragua-Hilfe, die kümmern sich um die dritte Welt in erster Linie. Und dann gibt es hier noch linke Juristen, die sich hier treffen, die Studenten. Also hier ist auch das Publikum ist hier nicht jung und alt, also das ist ein riesiges Spektrum. Kommen die Leute hier direkt aus dem Viertel oder aus der weiteren Umgebung? Die meisten kommen hier aus dem Viertel, das ist auch ganz wichtig. Ne? Man trifft sich hier auch ne, schon mal einfach so, weil man, wenn man nicht weiß, wo man hingehen soll. Der Südbahnhof als Wohnzimmer, kann man das sagen? Kann man so sagen. Der rheinische Wirt von heute blickt auf eine lange Tradition zurück. Immer schon war das Trinken so wichtig, dass der reiche Herr von Morken selbst im Tod nicht darauf verzichten mochte. Den Totenpfennig nahm er in den Mund und neben Waffen und Essgeschirr auch seine kostbaren Becher mit ins Grab. Der Herr von Morken war Franke und starb um das Jahr 600. Schon einige Generationen zuvor hatte sein Stamm die Römer vertrieben, die Völkerwanderung ihre Welt zum Einsturz gebracht. Kleine Dörfer, hier ein Modell aus der Gegend von Neuwied, traten an die Stelle der stolzen Städte und Kastelle. Über diese Zeit wissen wir nur wenig. Die römische Kneipenkultur war zerstört und viele kehrten wohl zur archaischen Gastlichkeit zurück. Ganz allmählich nur erholte sich das Rheinland von den Wirren des frühen Mittelalters. Handel und Gewerbe nahmen einen zaghaften Aufschwung. Nach der Jahrtausendwende mehren sich die Hinweise auf Tavernen. Die Obrigkeit tadelte Untertanen und Geistliche, die dort verkehrten.
Seit dem 12. Jahrhundert wurden immer mehr neue Städte gegründet und die alten wuchsen. Von jetzt an waren die Bürger eine wichtige Bevölkerungsgruppe. Allmählich entstand ein reich differenziertes Gaststättenwesen. Oft lag die Schenke, wie hier, in Erpel, mitten im Ort, wo sich die Straßen kreuzen und direkt am Brunnen, gegenüber der Kirche, dort, wo auch Markt gehalten wurde. Die Kombination aus Badestube und Wirtshaus war eine Besonderheit des hohen und späten Mittelalters und blieb Episode. Was im Einzelnen passierte, wissen wir nicht. Vielleicht brachte ein früher Kölscher Köbis seinen Gästen in diesen Krügen Wein oder Bier. Die Gäste kamen aber nicht nur, um zu trinken oder um Neuigkeiten zu erfahren. Die Kneipe kannte viele Formen und hatte eine Fülle von Aufgaben. In einer Zeit knapper Rohstoffe bot sie Licht und Wärme. Keine Selbstverständlichkeit in jenen Tagen. Nicht nur im Winter zog das Feuer alle an. Der Wirtsraum war nicht nur für die Gäste da. Es konnte vorkommen, dass die Magd hier Flachs hechelte oder anderen Arbeiten nachging. Dabei passte sie auf die Kinder auf, während das Federvieh im Schutze der Mauern nach Fressbarem suchte. In einer ländlichen Schenke mag es, rekonstruiert, aber historisch getreu, zugegangen sein, wie hier in der Küche von Schloss Homburg im Oberbergischen. Viel stärker als heute war das Leben von Witterung und Konjunktur abhängig. In schlechten Zeiten darbte man, in guten waren die Krüge voll und die Tafeln reich gedeckt. Ach, ein Fremder. Hunger habe ich und Durst. Kam ein Gast, wurde der Privatraum zum Schankraum. Alles, was eigene Landwirtschaft und lokaler Markt boten, kam auf den Tisch. Zum Wohl. Oft aß der wohlhabende Kaufmann üppig und ließ sich die verschiedensten warmen und kalten Speisen gleichzeitig bringen. Der Puls des mittelalterlichen Lebens schlug ruhiger. Lange Abende, zahlreiche Arbeitspausen und die vielen Feiertage wollten gefüllt sein. Frau Wirtin, lasst uns würfeln. Was lag näher, als ein Spielchen zu wagen? Das ist heute in Kneipen wie dem Siegburger Bürgerstübchen nicht viel anders. Das Publikum ist gemischt. Männer, Frauen, Alte, Junge. Durchweg direkt aus der Nachbarschaft. Wirtin Anne erzählt, was am liebsten gespielt wird. Grundsätzlich knobeln. Es ist also Pflicht hier. Auch wenn Sie hinter der Decke stehen, müssen Sie mitmachen. Knobeln, weil den Gästen das ja also einen ungeheuren Spaß bereitet. Den Wirt da verlieren. Absolut. Ja, genau. Denen noch Platz zu machen, sagen wir denn, ne? Ja, siehst du mal. Ja. Oh, ist das sagt gleich nicht. Gibt ja das Sprichwort, Intelligenz soll so weit fressen. Ja, deshalb wirst du jetzt künstlich, ne? Und dann kannst du mal mit einsteigen. Wie oft kommen Stammgäste wie Suhal ins Bürgerstübchen? Also so gut, wie ich Zeit habe. Ja, ja. Bitte, und was gefällt ihr an dieser Kneipe? Alles, die Leute, alles. Die Kneipe, ganz Umfeld. Anne, können wir den Markus rausschmeißen? Zeig mal. Logo. Homo Ludens,
der spielende Mensch. Seit der Antike ist das Spiel wichtiger Bestandteil des Kneipenlebens. Jede Gesellschaft und jede Zeit kannte ihre eigenen Spiele. Viele sind vergessen, neue dafür hinzugekommen. Statt mit Pfeilen auf Strohscheiben zu schießen, spielen wir heute Dart. Hannelore, was guckst du so entgeistert? Außen zwei. Super aus. Papa hat Kuchen gekocht, habe ich gehört. Ach, ja, super, oder? Das tut mir aber leid. Ja. Männer! Da sind doch Jodos im Mischel. Hallo, Werner, schöne Nachos, wunderbar. Ja, ja, ja. Ja. Das Kartenspiel stammt aus dem Orient. Im 14. Jahrhundert fand es seinen Weg ins Rheinland und ergänzte die traditionellen Würfel-, Schieß- und Wurfspiele. Zunächst zockten nur die Reichen, bald das ganze Volk. Ich habe nur 10. Auch 10, wie viel hast du? 21 und du hast 9. Kneipen und Spiele schaffen Freiräume in Arbeitswelt und Alltag. Wer spielt, braucht nicht ernst zu sein und trotzdem nicht witzig oder gar geistreich. Das Bedürfnis nach Abwechslung und Geselligkeit ist alt. War man ihm im Mittelalter vergleichsweise ungezwungen nachgegangen, so wandelten sich die Wertmaßstäbe in der frühen Neuzeit von Grund auf. Das Wirtshaus erkannte man auch weiterhin am Schild. Der Bierwisch, ein Kranz aus Blättern oder Stroh, zeigte an, dass frisch gebraut war. Manchmal war nichts los, aber wenn Kirmes, Heiligentag oder Markt war, ging es hoch her. Jahrmarktsvergnügen vor dem Wirtshaus zum Schwan nannte Jan Miense Mollenaar 1657 eines seiner Bilder. So könnte es tatsächlich gewesen sein. Vieles ist anders als heute. Nicht nur die Trinksitten, sondern auch das Gefühl für Scham. Menschlich geht es zu. Derb. Die Stimmung ist ausgelassen. Kritiker mahnten zu ausgelassen. Alle dürfen mittrinken. Die Feier steht dabei in krassem Widerspruch zum kargen Alltag, der gelebt und erlitten werden musste und den das Wirtshaus durchbrach. Getrunken wurde meist aus irdenen Krügen. Diese stellte der Wirt bereit, aber viele Stammgäste hatten einen eigenen Krug in der Kneipe. Eine Zeit lang waren Bartmannskrüge in Mode, wie diese Kölner Exemplare aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Zu diesem Zeitpunkt wurde es im Rheinland allmählich kühler. Die Folgen? Der Weinbau ging zurück, die Preise stiegen. Alaaf für einen guten Trunk hieß es nicht nur in den Weinstuben. Denn Bier war dabei, das Volksgetränk Nummer 1 zu werden. Wer es sich leisten konnte, blieb beim Wein. Die besseren Gasthöfe stellten eine breite Palette bereit. Vom heimischen Rhein- oder Ahrwein über französischen Champagner bis zu kostbaren Dessertweinen aus Südeuropa. Ratspfennige nannte man die Aufwandsentschädigungen für die Kölner Stadtverordneten. Jeder Wirt war stolz, wenn die hohen Herren diese Münzen bei ihm vertranken. Weniger stolz waren die Schankwirte auf die einfache Kundschaft. Die Bauern galten als einfältig, primitiv und lästig. Gefürchtet dagegen waren die Soldaten. Im Dreißigjährigen Krieg brachten sie neue Moden ins Rheinland: Branntwein trinken und rauchen. Noch stärker wurde die Welt durch den technischen Fortschritt verändert. Bessere Fertigungsmethoden und neue Märkte führten zu einem Aufschwung von Gewerbe, Handel und Steueraufkommen. Die Obrigkeiten versuchten zunehmend, Wirtschaft und Untertanen zu reglementieren. Exemplarisch ist das Ediktum, das späte Abendszechen betreffend, das der Aachener Rat 1778 erließ. Um 10 Uhr abends mussten die Kneipen fortan schließen.
Vor allem Textil- und Metallgewerbe blühten im 18. Jahrhundert auf. Alte Fertigungsstätten wurden modernisiert, neue entstanden. Das Dröhnen der Hämmer und der helle Schein der Hochöfen kündigten das Industriezeitalter an, das bald hereinbrechen und die Welt verändern sollte. Heute sind wir am Ende dieser Epoche. Auch wenn inzwischen viele Räder stillstehen, zeugen die Trinkhallen und ihre Gäste noch von der Zeit der rauchenden Schornsteine. Besonders betroffen das Ruhrgebiet. Gaststätten meide ich tagsüber eigentlich. Gegen Abend würde ich nicht sagen. Gehen wir schon mal rein. Zum Thema Trinkhallen: Impressionen, Ansichten, Einsichten. Wir holen uns hier unser Bier und stellen uns ein paar Meter weiter im Park rein und trinken da halt unser Bier. Und rein um, so, um Schwierigkeiten ja. zu vermeiden, dass die Leute nicht Ärger kriegen. Bei dem Wetter gehe ich lieber nach draußen. Hier habe ich genau die gleichen Bekannten, Freunde. Wir trinken uns gemütlich ein hier in der Gaststätte. Es ist meist dunkel, in den meisten, nicht alle. Es gibt auch schöne Gaststätten. Die Lüftung ist nicht derartig gut. Ich bin nicht Raucher und darum ist mir das ein bisschen zu, nicht ganz so gut. Wir setzen uns da hin und der gibt mal einen, der gibt mal einen. Gemütlich, einfach gemütlich und Streit und Zank, wie eine Gaststätte schon mal, ne? Man kann das morgens sehen, wenn hier auf der Hütte drüben aufgemacht wird. Da kommen die Leute einkaufen, die holen sich Bildzeitungen, Zigaretten, trinken auch ein Bier schon mal morgens, wenn sie kommen und so. Und wir sitzen oft genug hier. Normalerweise geht man so billig wie es geht einkaufen. Aber wenn man schon mal was vergessen hat, so wie sie gerade sagen, dann... Die Trinkhalle hat so 22.30 Uhr circa auf, ne, bis die Mittagsschicht kommt. Die trinken dann noch gern ein. Mit der Industrie kamen fremde Menschen und damit auch neue Trink- und Essgewohnheiten ins Rheinland. Der Lebensrhythmus beschleunigte sich und zum Essen blieb immer weniger Zeit. Logische Konsequenz: Seit den 1960er Jahren öffneten die verschiedensten Schnellimbisse. Hier gibt es zum Beispiel türkischen Döner. Bitte schön. Ja, danke sehr. Danke. Tschüss. Tschüss. So, schönen guten Abend. Guten Abend. Ja. Schön. So, schön. Am anderen Ende der Skala und in Siegburg fast um die Ecke die Casserole, ein gehobenes Speiserestaurant. Wann war das? So, dann trinken wir erstmal auf den Abend, auf die Premiere hier. Schön, dass ihr nach Siegburg gekommen seid. Machen wir das gerne. Muss ich ab und zu mal in der Heimat sehen lassen. Ja, genau. Das geht ja krass. So gut schmeckte es früher nur bei den Reichen. Der Industriearbeiter dagegen darbte. Ihn gibt es seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Damals entstanden im Rheinland die ersten echten Industriebetriebe. Sie erzeugten ihre Energie mit einer Dampfmaschine und vereinigten mehrere Produktionsprozesse unter einem Dach. Der Tag war lang, die Arbeit hart. Gemeinsames Trinken wurde zur wichtigen und oft einzigen Freizeitbeschäftigung der Arbeiter. Die Industrialisierung machte im Rheinland zunächst nur langsam Fortschritte. Viele Bereiche blieben Landwirtschaft und altem Handwerk verhaftet.
Neuerdings waren die Herren beim Trinken lieber unter sich. Schnaps wurde immer billiger. Kritiker mahnten, die Zeit der Branntweinpest sei gekommen. In der zweiten Jahrhunderthälfte beschleunigte sich das Wachstum. Das Rheinland wurde endgültig zur Industrieregion. Die Arbeit war immer noch hart, aber es gab mehr Geld. Die Werktätigen formierten sich zur Arbeiterklasse. Sie schufen einen neuen Lebensstil. In ihren Kneipen entstand eine spezifische Trinkkultur. Zur bürgerlichen Welt ein krasser Gegensatz. Das Rheinische Wirtshaus, so nannte Adolf Schröter 1833 eines seiner Gemälde. Ein romantisches Idealbild rheinischen Wirtshauslebens. Die Schenke. Wo sonst konnte man ungestört debattieren? Privates und Geschäftliches erledigen, Rat holen oder sogar anbändeln. Trinken und Getränke wurden in der Öffentlichkeit viel und kontrovers diskutiert. Der Wein stärkend und anregend, das Bier in Maßen gesund und nahrhaft. Das vielgelobte Wasser mussten alle die trinken, denen der gute Tropfen zu teuer war. Heute wertet die Gesellschaft anders. Am Getränk erkennen wir die soziale Zugehörigkeit nicht mehr. Bier darf man auch im besseren Restaurant trinken. Und wer sich Wein leisten kann, trinkt trotzdem Wasser. Gemeinsames Trinken und Essen schafft Gruppenidentität. Mode und Zeitgeist bestimmen, was auf den Tisch kommt. Geschmack ist nicht angeboren, wir lernen ihn. Deftige Hausmannskost ist modern. Schmeckt natürlich auch. Branntwein, Schnaps und Kräuterbitter. Im 18. und 19. Jahrhundert meist Statussymbol und Droge. Heute für viele Genussmittel und maßvoll getrunken. Die alte rheinische Kneipe lag mitten im Dorf. In Duisburg-Friemersheim gibt es die Restauration Schuhmachers heute noch. Und die Kirche, die fängt an um 14 Uhr und dann dauert die ungefähr eine Dreiviertelstunde. Und dann läuten ja die Glocken, wenn ihre Kinder rauskommen. Und dann kommen sie mit ihrer ganzen Gesellschaft hier rüber. Ja. Dann machen wir im Garten einen Sektempfang, schönem Wetter. Draußen ist herrlich. Ja, das denke ich mir auch. Und dann haben wir ja hinterher den schönen Saal oben. Ja, ja. Und für 19 Uhr ungefähr war dann das Buffet angesagt. Ein Saal über oder neben der Wirtschaft gehörte schon vor der Industrialisierung oft dazu. Bei Familienfeiern war es früher durchaus üblich, dass der Wirt nur die Getränke stellte und die Gäste das Essen selbst mitbrachten. Ein penibler Beamter beklagte, dass auch bei den Hochzeiten die zu gleichmäßigen Ausschweifungen und Verschwendung anlassgebenden Gebessen eingeschlichen seien, bei welchen Tag und Nacht geschwelget wird. Die geheizte Stube im Erdgeschoss diente als Wohnzimmer, Wartesaal und Wochenendtreff. Hochindustrialisierung und Integration ins Kaiserreich bescherten dem rheinischen Brauwesen ein starkes Wachstum. Schon lange zuvor, bald nach 1830, hatte sich allmählich der Tresen durchgesetzt. Er war anfangs niedriger als heute und trennte den Bereich des Wirtes vom Schankraum. Überall gab es regionale Besonderheiten. Im 19. Jahrhundert wurde auch die Kölsche Wirtschaft zur Institution. Heute erlebt sie ihren zweiten Frühling. Gäste aus dem Veedel und ein traditionelles Ambiente machen den Reiz vom Stüsser im Kölner Agnesviertel aus. Vor 100 Jahren hieß das Kölsch noch Wies. Biere aus Dortmund oder Bayern oder was gerade Mode war, machten ihm Konkurrenz. Bier macht bekanntlich hungrig. Im Speisesaal wurden Himmel on Aed, Kölscher Kaviar und Halver Hahn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu Favoriten. Vorne am Tresen war das Bier etwas billiger.
Vorderer Schankraum und hinterer Speisesaal wurden durch eine scharfe Grenze getrennt. Thekenscharf, Beichtstuhl oder Kontürchen. In Kölner Brauhäusern wie dem Päffchen ist das Kontürchen heute noch in Betrieb. Der Kürbis rechnet dort das Kölsch ab, das er den Gästen auf eigene Rechnung verkauft. Der Kranz, seit ungefähr 100 Jahren in Gebrauch, ermöglicht schnelles Zapfen. Die Brauhäuser sind den ganzen Tag über gut besucht. Ein beliebter Treffpunkt für alle und für jeden Anlass. Wichtiger Faktor im Tourismusgeschäft, vor allem aber Herz und Seele der Kölner Atmosphäre. In den kleinen Städten und auf dem Land geht es auch beim Zapfen beschaulicher zu. Die alte Schenke Om Maat am Markt in Erpel steht für eine Kneipenform, die seit dem Spätmittelalter weit verbreitet ist. Sie ist Mittelpunkt des Gemeinwesens. Der Vorsitzende war für mich sinnlos, war, weil nirgends und keine, noch nicht mal Fingerspitzenbreit akzeptiert wurde. Ja. Ja. Ich keine Unterstützung. Ich habe 3 Jahre der Bierfahrer gemacht und habe Bier runtergebracht. Das Leben ist auf die Gemeinschaft hin orientiert. Ob Kegeln, Fußball, Sparen oder Karneval, für alles gibt es einen Verein. Deshalb muss ständig organisiert und auch gefeiert werden. Bei Wirtin Inge Hopp spielt die Küche eine ganz große Rolle. Om Maat ist nicht nur Kneipe und Vereinslokal, sondern auch Restaurant. Die Portionen sind deftig und fleischig. Alle packen mit an, wenn abends viel los ist. Om Maat ist ein Familienbetrieb. Schwiegertochter Wessner zum Beispiel hilft in der Küche. Sohn Peter kümmert sich um den Service. Wir brauchen noch 3 kleine Salate mit Putenbrust und Schafskäse und einen kleinen Beispielsalat mit. Für die Hupfdohlen, ja. Gibst du mir den Salat für draußen? Die Gymnastikriege des TuS Erpel 1911 e.V. lässt bei Inge Hopp den Jahresausflug ausklingen. Irgendein Anlass findet sich immer. Es ist schon spät und der kleine Tobias muss ins Bett. Die Industriegesellschaft hat sich zur Freizeitgesellschaft entwickelt. Und die Freizeitindustrie ist ein wichtiger Motor unserer Wirtschaft. Die Menschen müssen weniger arbeiten und werden immer mobiler. Ausflugslokale gibt es schon lange, aber seit einigen Jahren boomt diese Branche so richtig. Bei schönem Wetter ist Holsteins historische Mühle auch an Wochentagen gut besucht. Johann Gregor Lang beschrieb 1790 ein rheinisches Wirtshaus. Wo man allzeit sich freuende Menschen sieht, die teils an belaubten Tischen, teils auf dem grünen Rasen sich voll zechen und lustiger Dinge sind. Das Angebot ist auf die Gäste zugeschnitten. Kaffee und Kuchen für die Ausflügler, Fassbier und Deftigeres für den Jägerstammtisch. Auch wenn es früher in der alten Mühle sicher nicht so romantisch aussah,
Für viele Gäste macht dieses folkloristische Ambiente einen besonderen Reiz aus. Die Bergische Kaffeetafel wird seit dem 19. Jahrhundert um die Dröppelminna herum aufgebaut. Früher war sie bescheiden. Heute ist sie touristisch inszeniert. Mobilität und Fuhrwesen sind so alt wie die rheinische Kneipe. Mit dem Aufschwung des Gewerbes erlebten sie ein enormes Wachstum. Häufig mussten Pferde gewechselt oder Wagen repariert werden. An den meisten dieser Plätze entstanden Gasthäuser. Die Umstellung auf Auto und LKW brachte das Aus für das dichte Netz der Wechselstationen. Weil die Grundbedürfnisse Ruhe, Essen, Trinken blieben und die Pferdeversorgung zum Tankstopp wurde, traten die modernen Rasthöfe an die Stelle der alten Stationen. Rasthöfe sind weniger zahlreich, aber immer noch Einrichtungen mit vielen Aufgaben. Vielleicht die älteste und gleichzeitig die modernste Form der Kneipe. Die 60er Jahre brachten einen neuen Typus, die Musik- und Szenekneipe. Die Gäste fühlen sich einer sozialen Gruppe zugehörig. Sie verbindet ein Lebensstil, der sich in Kleidung, Mode und Musik ausdrückt. Das Netz der Kommunikation und der Wärme ist hier nicht so engmaschig. Das namenlos am Rande der Bonner Altstadt. Der Passant hört viel Lärm, sieht Partystimmung. Gute Laune ist angesagt, man muss sich in Stimmung bringen. Das kann anstrengend sein, gelingt auch nicht immer. Ein paar Bier und die professionelle Thekencrew helfen auf die Sprünge. Nicht jeder kommt mit der unverbindlichen Atmosphäre zurecht. Aber sie bietet auch Freiräume, das macht den Reiz. Wer will, kann seinen sozialen Hintergrund zu Hause lassen. Gegensätze und Kontroversen bestimmen das Bild. Stammgäste, Laufkundschaft. Und hier gehe ich halt hin, weil ich zu bestimmten Tagen irgendwelche Leute treffe. Das ist so ein Treffpunkt seit 10 Jahren, der hat sich erhalten in einer bestimmten Clique. Fühlt sich also nicht alleine hier? Nee, manchmal schon. Manchmal kommt man auch hin und da ist nichts los, dann gehe ich auch wieder. Das ist für mich halt die liebste Umgebung, die ich halt sonst neben meiner Wohnung natürlich habe. Ja, ist okay. Also ich finde es eigentlich zu schlicht. Also ich mag das lieber, wenn es etwas verwinkelter und verwischter oder mehr drin ist. Aber das ist so frontal. Ich mag das nicht so gerne. Und das Ambiente stimmt halt. 2000 Jahre ist die rheinische Kneipe alt und jung wie nie. Römische Legionäre, fränkische Herren, mittelalterliche Kaufleute, Raubritter, Soldaten und Bauern. Das Fräulein der Renaissance und das Fabrikmädchen des 19. Jahrhunderts. Jede Zeit und jede Gruppe schaffen sich einen passenden Ort des Trinkens, der Kommunikation und des Miteinander. Auch die technische Welt von heute braucht die Kneipe als Ort der Menschlichkeit.